Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Chronicles Russia, Folge 16. So. Mann, komm. Geh schneller runter. So, reiche den Fluss. I need to find a way to open the windows. How is your family? Coping. Times are hard over there. Lol. Ah, ach so. Wir gucken, ob wir Video schossen werden. I need to get those windows open. Ach, ja, wie sie sollen das machen? Oh. Change will come soon enough. Get something there. Thanks, Kolya. Gut. Der heißt Orelov, nicht Kolja. Der war Orelov ein anderer. Where did you say you were from originally? Omsk. A long way from here. Isn't that where the anti-Bolsheviks have set up power now? Yeah, I had a way for Kolya to take them all out. Everything's still on the schedule. Excellent. Now to get these in Kolya's sights. Right. Nice. Das ist irgendwie voll einfach gerade. Thank you.
Das ist jetzt heftig. Ja, gar nicht so schwer. Muss halt schneller sein. Alter. Ja, das ist schon. Is changing. My father's empire is gone. My family dead. You will survive this. You are strong, just like Shao Yun. I never knew I could do the things I've done. Shao Yun helped me realize what I am capable of, what I can achieve. I know I'm not her, but I also know I can no longer be myself. Anastasia Nikolaevna needs to fade away. She cannot be a part of this new world. Synchronisation Rang 11:57. Also Läufer, oder? Genau, Läufer. Animus-Scherben 2 von 5, Upgrades gewährt, Schalldämpfer 13-20. Habe ich erreicht. Gewehrschall sind jetzt nicht mehr so laut. Nikolai, I've been told what's happened. It is incredible you have made it this far. I see the girl. Where is the box? Here. You're Sergei? Can you cure me? I can, child, but our mentor might. I'll take you to him. Let's go. You have to go to the bureau, Nikolai. Everything you've seen. What? Sergei, I gave the child my word. She is safe now, Nikolai. She is with us. No harm will come to her. I'll be fine, Kolya. They'll take good care of you. I won't be far, and I will return as soon as I can. With past memories. She's like a living precursor artifact.
So what will they do? Try to extract those memories, I suppose. She'll never survive this procedure. Then good riddance. About time she jumps her kin in the grave. No, they can't do that to her. She didn't ask for this to happen. It's my fault. I have to stop this. In sicheren Händen. Ah, September 1918, Moskau. Anastasia befindet sich beim Ort in Sicherheit und Orlov kann für die Dokumente zahlen, die er benötigen muss, um seine Familie zu verlassen. Zumindest scheint es so. Upgrades, erhöhte Gesundheit 3100, größere Helixbalken 4700, Upgrade für neues Spiel plus, mehr Nahkampfschaden 8900, befiehlt die Assassinen, bestiehlt die Assassinen, um mehr über die Option an Anastasia zu erfahren. So, dann geht's mal los. Assassin, Novize. Attribute, gesunder Tor, Schaden, Mittel, Angriffsgeschwindigkeit, Mittel, Entdeckung, schnell, Spezialfähigkeit, bewegt sich zur Front, mehrfacher Nahkampfangriff, kann Nahkampfangriffe blocken, mit Gasmaske ausgerüstet, Gegenangriff. Der Assassin, Novize ist mit einem Schwert und einem Revolver bewaffnet, greift schnell an. Dobry wieczór, Tavarisch. Where's the girl? Which facility? Talk! The Kremlin, next to Tsarskaya Tower and the tram station. Tsarskaya hideout. I know this place. Something to do with the box we've left for centuries. It's a good job the Templars haven't managed to lay hands on any of it yet. You're telling me? Imagine if they got their hands on the Precursor Temple. Ah! Da stand doch eben Takedown. Something to do with a box we've been after for centuries. Gone. Gili Bach, um die Schlüssel für die verschlossene Tür zu erhalten. Kämpft ein Assassine gegen ein Assassine. Gegen Assassine. Steckerbuchsen. Orlov kann seine mechanische Winde benutzen, um Gegnern, die in der Nähe von Steckerbuchsen stehen, einen nicht tödlichen Elektroschock zu versetzen. Wenn du einen Impuls in die Steckerdose abgibst, führt dies zur Explosion der nächst verbundenen Buchse. Wähle die mechanischen Winde aus, indem du mit Steuerkreuz nach links drückst. Halte LB gedrückt und ziele mit R die Steckerbuchse. Drücke RB, um die Winde mit der Buchse zu verbinden. Wenn die Verbindung besteht, drücke erneut auf RB, um den elektrischen Impuls zu senden. Drücke LB, um die Verbindung zu lösen. Das war's für diese Folge.